Hin und wieder tue ich mich echt schwer, dass ich, verstehst, einfach mal aufhören. Was ist wichtiger, Linie oder Körperhaltung? Die Körperhaltung wird dabei extrem hoch gewogen, sage ich jetzt mal. Die steht auf der Prioritätliste bei euch ganz weit oben. Und das ist nicht immer so wichtig. Vor allem, wenn die Körperhaltung schon so okayisch ist. Also ich sag mal, wenn die schon zu 70-80% super perfekt ist und da natürlich noch ein paar Kleinigkeiten sind, dass du vielleicht mit dem Kopf nicht so weit runterkommen kannst oder rüberkommen kannst oder vielleicht nicht mit dem Ellbogen schleifen kannst, was sowieso überhaupt nicht wichtig ist, habe ich ja eh schon oft erwähnt, dann ist es auch mal gut zu lassen und zu sagen, okay, das ist vielleicht auch mein Stil, ja, das ist oder dein Fahrstil und der muss nicht unbedingt schlecht sein. Vielmehr musst du Prioritäten setzen und ich sehe das ganz oft, dass sich ganz viele Leute sehr stark an der Körperhaltung aufhängen, ja. Wobei die Linie eine absolute Vollkatastrophe ist, die viel, viel wichtiger ist in dem Moment, wo die Körperhaltung schon 70% oder 80% fortgeschritten oder perfektioniert ist. Dann ist es viel wichtiger, lieber die richtige Linie zu finden und nicht noch den Ellbogen am Boden zu haben. Ich denke, so ein bisschen die Schwierigkeit daran ist im Endeffekt so die Eigenwahrnehmung darüber hinaus, welche Linie man überhaupt wählt. Und da muss man sehr, sehr selbstkritisch sein. Und dazu braucht man eventuell auch ein paar Grundkenntnisse über die richtige Linienwahl. Was ist überhaupt die richtige Linie? Was ist da, welche Faktoren sind überhaupt abhängig davon? Was hat alles einen Einfluss und so weiter? Und das ist schon ein riesengroßes Thema, ja. Richtig schön erkannt hat es eigentlich der Markus. Der Markus hat mir einen Brief geschickt und ein Foto geschickt. Und er hat sehr gut erkannt, dass sein Problem mehr die Linienwahl ist als die Körperhaltung. Denn seine Körperhaltung ist eigentlich schon richtig gut und somit muss er halt die Priorität auf was anderes setzen. Und er sagt auch, dass seine Schwächen die Linienwahl sind und das finde ich super. Und genau er hat mich jetzt auch auf dieses Video gebracht. Wenn du dir jetzt mal Markus anschaust, dann weißt du vielleicht, von was ich rede. Schau dir Markus an. In Brünn im Omega. Sieht man übrigens schön an den Farben der Körbs. Markus hat halt wirklich schon eine sehr fortgeschrittene Körperhaltung. Mir gefällt halt richtig gut, wie er neben die Kanzel geht mit dem Kopf und versucht das Moped aufzurichten. Und das ist super. Natürlich könnte er jetzt halt noch mehr Kurvenspeed theoretisch fahren, um auch mehr Schräglage zu erreichen. Aber es ist die Frage, inwiefern macht er nicht andere Fehler, die viel sicherer zu schnellerer Rundenzeit führen, wenn man diese ausbügelt. Natürlich könnte er jetzt noch weiter runtergehen, noch mehr in Schräglage gehen, noch mehr mit dem Körper neben das Motorrad. Aber in Priorität bedingt, wenn er selber schon sagt, bei einer Rundenzeit von im Brünn 2 Minuten 34, da hat er noch so viel Sachen, Potenzial an Linie, die extrem wichtig sind. Und er sagt auch ganz öffentlich, meine eigene Einschätzung, Größenprobleme, Angst auf der Bremse in die Kurve laufen zu lassen. Ja, das ist das eine, aber das kommt trotzdem immer noch nach der Linie. Und dann sagt er schon, unsaubere Linienwahl. Und als erst kommt die Linienwahl, die muss exakt sein, denn wenn die nicht stimmt, dann brauche ich weder anfangen, später zu bremsen, noch schneller in die Kurve hineinzufahren, noch bessere Körperhaltung, noch Ellbogen schleifen oder sonst irgendwas. Das ist unentscheidend. Viel wichtiger ist die Linie. Und es hilft dir vielleicht nicht immer, wenn du dir all meine Tracksheets in- und auswendig lernst, wenn du die richtige Linie nicht
auch sehen kannst. Und dazu musst du auch wissen, dass es zum Beispiel auch keine 1000%ig perfekte Linie gibt. Denn eine Linie ist in gewisser Maßen immer wie ein Kompromiss. Das ist das gleiche wie die Einstellung von einem Fahrwerk. Das ist immer und wird immer ein Kompromiss bleiben, egal ob auf zwei Rädern oder auf vier, wie ich es jahrelang beruflich gemacht habe. Das spielt überhaupt keine Rolle. Es ist immer ein Kompromiss. Was hier gut ist, ist woanders eventuell schlecht. Und ich muss vielleicht auch mir die Linienwahl so legen, dass ich meine Stärken dann ausspielen kann. Wenn ich ein starker Spätbremser bin, dann muss ich meine Linie anders wählen, als wenn ich jemand bin, der eher nicht so spät bremst, dafür aber viel Kurvenspeed fahren kann. Da muss ich halt für mich entscheiden, was ist der sicherere Weg. Das ist aber nicht so, dass die Linien dann 10 Meter voneinander abweichen. Das sind in Radien minimale Abänderungen. Ja? Deswegen fährt die MotoGP auch ein bisschen anders als die Superbike-WM zum Beispiel. I'll feed your ego, together we go. Ooh, playing dirty, talking cheap. Ooh, am I in too deep? Ooh. Habe ich eigentlich schon mal gesagt, dass für mich ein sauberes Moped viel geiler ist als ein dreckiges? Ich bin ja so ein extremer Putzer. Also ich putze wirklich immer und überall. Und überall, wo ich meine Finger gehabt habe, das muss ich putzen. Einfach aus dem Grund, ich mag keine dreckigen Sachen. Außer eine Motocross, die darf dreckig sein. Meine Nachricht, meine Message an euch und in dem Fall an Markus. Wie verbesserst du deine Linienwahl? Und das ist wahrscheinlich das Schwierigste, was du überhaupt machen kannst, dich zu verbessern. Jeder hat seinen Stiefel, jeder hat seine Art zu fahren. Und wenn man selber schon erkennt, dass diese Art und Weise vielleicht Nachteile mit sich bringt und wenn es die Linienwahl ist und du dich dabei verbessern willst, dann gibt es eigentlich nur einen Rat von mir. Verbessern kannst du nur, wenn du maximal 60-70% von deinem Maximum fährst. Und das ist verdammt schwierig. Weil nämlich, was uns da gigantisch einen Streich spielt, ist unterbewusst der Druck oder der Wille nach schnelleren Rundenzeiten. Und wenn uns was so richtig im Weg steht beim Verbessern, dann ist es dieser Druck nach Rundenzeit. Und natürlich ist es eventuell verleitend, denn mich fragen ja viele, ja Matthias, ich möchte so schnell Motorrad fahren wie du und wie geht denn das? Und du musst ja auch bestimmen, wenn du da rausgehst, dann tust du bestimmt, fährst du um dein Leben. Und das ist so, ja, das hatte ich früher in meiner Anfangszeit und ich verstehe dich deswegen und ich weiß, wie das ist. Und ich denke, das hat mehrere Faktoren. Zum einen geht es los, dass man im Jahr maximal, was hat der durchschnittliche Rennstreckenfahrer? 3, 4, 5 Tage? Schreib es in die Kommentare. Ich weiß es nicht genau. Genau da geht's los. Ne? Du hast im Jahr Budget Summe X und das willst du natürlich so effektiv wie nur möglich nutzen. Und durch dieses effektiv wie nur möglich nutzen hast du auch am Tag nur maximal so und so viele Turns. Und diese Turns willst du natürlich jede Minute ausnutzen. Und dabei willst du natürlich so gut wie nur möglich performen. Und schon entsteht unterbewusst, und das ist viel Psychologie, viele lachen jetzt bestimmt, aber das ist Psychologie. Wir sind alle Menschen, wir haben alle Gefühle und so weiter. Auch wenn wir meinen, wir sind Motorrad-Rennstreckenfahrer und wir haben solche Eier und wir sind die härtesten Schweine auf der ganzen Welt. Nein, wir haben extrem viel Gefühle und wir sind extrem sensibel. Und das ist einfach so. Und dadurch, dass wir uns unter Druck setzen, beeinflussen wir unser Können, unser Maximum Mögliches an Intelligenz. Wir tun uns im Endeffekt selber kastrieren durch diese Art und Weise des Unterdrucksetzens. Und weil ich das eben selber hatte und auch verstehe und gelernt habe, das unterbewusst abzuschotten, gibt es Möglichkeiten, wie man sich selber im Endeffekt beeinflusst ins Positive oder, wie soll man sagen, nicht beeinflusst vielleicht, sondern sich selber kontrolliert. Und diese Kontrolle
die kannst du mit ein paar Kleinigkeiten im Endeffekt bewirken. Als erstes, stell dir mal vor, was nicht so ist, aber stell dir vor, du bist alleine auf dieser Rennstrecke. Die Rennstrecke gehört dir. Du hast sie gebucht und es hat dich keinen Cent gekostet. Du sitzt in der Box, trinkst deinen Kaffee und denkst dir, ach, jetzt habe ich Bock, eine Runde zu fahren. Und in dem Moment, wo du das denkst, denkst du nicht darüber nach, wie lange du jetzt fahrst. 15 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten, 40 Minuten, vollkommen egal. Du hast jetzt Bock, eine Runde zu fahren. Und dabei hast du auch vollkommen überhaupt keinen Gedanken daran verschwendet, wie schnell du jetzt fahren wirst, sondern was ich dir als nächstes an Tipp mitgebe. Das heißt nicht, dass du keine Rücksicht auf andere Teilnehmer machen sollst. Du solltest natürlich Rücksicht auf andere Teilnehmer machen. Aber damit du diesen Druck wegkriegst, solltest du dir imaginär vorstellen, du kannst dir deine Fahrzeit aussuchen. Und das musst du dir halt imaginär im Endeffekt genau auf deinen Turn legen, um 10.20 Uhr, um 12.30 Uhr oder was auch immer. Und dann kann ich dir den nächsten Tipp mitgeben. Und das ist das, was viele nicht machen. Und ich gehe raus im Turn, die ersten in der Inlap. Und was glaubst du, was mich Leute in der Inlap überholen? Massig. Da sind teilweise viele dabei, die fahren an mir vorbei in der Inlap, dann fahren die schon um ihr Leben. Und das mache ich nicht. Nicht, weil ich das vielleicht nicht könnte, aber ich fange gemütlich an. In Anführungszeichen gemütlich. Das heißt nicht, dass ich deswegen rumtrödel und rumstehe, aber es hat mehrere Faktoren. Erstens, ich will die Gänge nicht ausdrehen, um meinen Motor zu schonen. Das heißt, warmlaufen in der Box, okay, so richtig heiß ist er deswegen auch noch nicht. Das heißt, die ersten Runden, vor allem die erste Runde, drehe ich die Gänge nicht aus und gebe kein Vollgas, sondern ich mache bam, 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 bam. Ich schalte einfach die Gänge durch, ich mache das Ganze warm. Ich lasse die Federelemente, die Gabel, das Federbein, die Bremse, alles mache ich einfach warm. Und ich mache nicht nur das Motorrad warm, sondern ich mache mich warm. In dem Moment, wo ich so, in Anführungszeichen, gemütlich losfahre, ist es ja sehr unanstrengend, ja, und dann hat der Körper Zeit, warm zu werden. Das Gehirn hat Zeit, sich an die Geschwindigkeit zu gewöhnen. Das ist ein Riesenthema, das wird vernachlässigt. Du brauchst einfach eine gewisse Zeit, dass das alles durchblutet ist, dass der Adrenalinpegel steigt, dass das alles entspannt wird, locker durchblutet, die Gefäße sich weiten. Und das ist ein Prozess. Und somit solltest du, was glaubst du, warum es in der MotoGP ein Warm-up gibt? Das ist unter anderem, wenn die jetzt losgehen würden, erster Turn, Rennen, ich weiß nicht, wie es dann wäre, die haben ein Warm-up. Und genauso solltest du am Anfang deines Turns immer ein Warm-up fahren. Und deine beste Rundenzeit in diesem Turn solltest du darin anpeilen, das am Ende des Turns zu fahren und nicht am Anfang in der zweiten Runde. Und das wird dir viel an Druck und viel an Ärger und an Verkrampftheit nehmen. Und in dem Moment bist du im Kopf hier oben viel klarer und kannst dementsprechend bessere Entscheidungen treffen und somit auch dich verbessern. Und das ist das, was wir ja wollen. Wieder viel gelabert, sorry. Wenn dir das Video gefallen hat, gib einen Daumen hoch, abonniere den Kanal, falls du es noch nicht gemacht hast. Wenn du mich noch nicht kennst, ich habe sehr, sehr viele Videos im Bereich Rennstrecke und Motorrad unten in meiner Box, entweder verlinkt oder du siehst sie bei mir in den Playlists oder Videos. Ich freue mich, vielen Dank, bis dahin und ciao. Markus, danke fürs Foto, du kommst natürlich auf die Wand. Super.